Hallo Nets und willkommen zu meiner Review der neuen Reolink C2 Pro Kamera. Das ist eine IP-Überwachungskamera, die ihr für zu Hause zum Beispiel nutzen könnt. Im Indoor-Bereich natürlich gedacht. Diese ist schwenkbar, fast 360 Grad. Könnt ihr diese Kamera drehen und nach oben und nach unten schauen aus der Entfernung über die App, was ich euch gleich zeigen werde. Hier ist das Paket, so kommt die Kamera zu euch mit den ganzen technischen Spezifikationen. Und wir gucken jetzt mal, was sich so in diesem Paket befindet. Ja, wieso bevorzuge ich die Firma Reolink? Ich habe da sehr gute Erfahrungen. Ich habe bereits zwei Kameras im Einsatz, die über Solar betrieben werden, komplett. Also die Kameras haben Akku, ja, aber dieser Akku wird komplett über ein Solarmodul gespeist. Die Kameras sind wetterbeständig, also für den Außenbereich gedacht, und versorgen sich halt quasi selbst mit Strom, dass euch um nichts kümmern müsst. Und das fand ich sehr cool. Diese Kameras haben eine sehr gute App, die ich euch gleich noch zeigen werde, und haben mich halt einfach überzeugt. Und den Außenbereich habe ich jetzt schon mit solchen Reolink Kameras gesichert oder überwacht, und jetzt möchte ich ganz gerne den Innenraum damit noch mal erfassen, dass, wenn ich im Urlaub bin, ich zum Beispiel gucken kann, ob alles in Ordnung ist, oder wenn ich jemanden draußen sehe, ich den eventuell auch drinnen sehen kann. Okay, ich nehme mal an, das wird der Lautsprecher hier sein, weil die natürlich die Kameras auch als Gegensprecheinrichtung genutzt werden können. Ihr könnt zum Beispiel so eine Kamera, also jetzt nicht die, aber eine Außenbereichkamera vorne an der Haustür anbringen. Sollte der Postbote vorbeikommen, dann könnt ihr tatsächlich über den Lautsprecher dem Postboten sagen, dass er das Paket irgendwo ablegen soll. Hier vorne haben wir dann noch ein Mikrofon, das heißt, ihr bekommt auch mit, was die Kamera sieht, tontechnisch. Also, ihr habt einen Ton und ihr habt ein Bild. Auf der Unterseite, sehe ich gerade, haben wir ein Stativgewinde. Sicherlich ist auch eine Halterung dabei, aber ihr könnt diese Kamera jetzt mit einem Tripod irgendwo hinstellen oder auf einem Stativ befestigen, und los geht's. Okay, jetzt haben wir schon mal die Kamera an sich gehabt. Hier ist nichts mehr weiter drin. Gucken wir mal, was noch im Lieferumfang jetzt enthalten ist. Zu einem haben wir jetzt hier ein Netzwerkkabel, um eine Verbindung zwischen dem Netzwerk und der Kamera herzustellen. Aber keine Angst, diese Kamera, wie ihr sehen könnt, hat ja zwei Antennen. Das heißt, ihr könnt ihn natürlich auch über WLAN nutzen, überall quasi hinstellen und damit die Kamera betreiben. Hier haben wir einen ausländischen Stecker, der für mich in meinem Fall nicht interessant ist. Und hier haben wir den EU-Stecker, 220 Volt, den ihr hier in Deutschland benötigt. Und die Kamera, das ist halt auch besonders, kann über USB betrieben werden. Das heißt, wenn ihr schon ein Ladegerät irgendwo habt, von eurem Smartphone, Tablet oder wie auch immer, könnt ihr das auch mit der Kamera benutzen. Und ich nehme stark an, wenn ihr einen guten Rechner habt mit USB 3.0, also wenn er nicht ganz so alt ist, könnt ihr auch die Kamera mit einem Rechner beispielsweise mit Energie versorgen, ganz normal über Micro-USB. Micro-USB kommen wir jetzt auch zu. Da haben wir hier ein sehr langes Kabel. Ich muss gucken, wie lang das ist, aber ich denke mal, 3 Meter werden es bestimmt sein, vielleicht auch noch mehr. Gucke ich gleich mal nach. Und wie eben schon gezeigt, der Tripod, das Stativgewinde, das entsprechende, wo ihr dann die Kamera irgendwo befestigen könnt. Einfach die Kamera von unten ranschrauben, ihr kennt das vielleicht. Und dieses Teilstück könnt ihr natürlich dann an die Wand bringen, an Holz oder wo auch immer. Hier die Position in Winkel einstellen und die Schrauben festziehen, dann ist die Kamera hier oben drauf und fest, so wie ihr das möchtet. Und klar, ihr könnt die Kamera natürlich dann auch später drehen und schwenken, das mache ich jetzt nicht, weil die ist ausgeschaltet. Noch dabei habt ihr Montagematerial, das heißt also Schrauben und eventuell Dübel, wenn ihr das in die Wand machen müsst, und ein, kennt ihr vielleicht vom Smartphone, ein, na komm her, ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen, zum Resetten der Kamera, falls da irgendwas schief laufen sollte, bislang noch nicht gebraucht. Toi, toi, toi. Aber damit könnt ihr die Kamera wieder auf Werkseinstellung zurücksetzen. So, gucken wir mal hier. In der Vergangenheit war immer eine deutsche Beschreibung bei. Super. Ich hoffe, das ist diesmal auch der Fall. Ja, hier haben wir irgendwelche EU-Sachen. Das, ne? Das muss ja alles seine Richtigkeit haben. Der obligatorische Aufkleber, wenn ihr in Bereichen arbeitet, ne, dann müsst ihr teilweise Leute informieren, dass ihr sie filmt. Und da ist so ein Aufkleber nicht verkehrt. Das ist für die Montage, dass ihr wisst, wo ihr die Löcher bohren müsst für eure Halterung.
also sprich Aufkleber, anhalten, Löcher bohren und später die Halterung anbringen. Dann haben wir hier einen Start Guide und ich sehe hier schon Deutsch und Englisch, super, ist wieder auf Deutsch, wo euch dann alles im Detail erklärt wird. Und der Smartphone-Zugriff, weil da ist die Kamera für gedacht, das zeige ich euch gleich. Das ist wirklich eine sehr gute App, also die ist wirklich nicht zu verachten. Es gibt auch eine Rechneranwendung, dass ihr dann über den Rechner die Sachen anschauen könnt. Dann haben wir nochmal Französisch, Spanisch und Italienisch. Für unsere Begriffe jetzt nicht wichtig. Um euch zu zeigen, wie einfach die Installation ist, ich habe sie noch nicht gemacht mit der Kamera, mache ich das jetzt hier einmal vor der Kamera, damit ihr seht, wie einfach das Ganze umgesetzt ist. Also ihr seht schon, die Kamera hat jetzt Energie, vorne die blaue LED leuchtet und jetzt ist die Kamera auch schon erstmal bereit. Wir nehmen dafür jetzt das Telefon zur Hand, öffnen dazu die entsprechende App und ich habe euch jetzt schon gesagt, dass ich natürlich schon zwei Kameras habe. In dem Fall sind natürlich bei mir schon zwei Kameras existent. So, nachdem die Kamera sich jetzt ausgerichtet hat, müssen wir einmal die App installieren. Ich habe natürlich schon, wie gesagt, zwei Kameras installiert. Also bei euch sieht das ein Tick anders aus. Ihr habt hier natürlich noch keine Geräte vorhanden. Da geht ihr oben einfach mal, wenn ihr die App installiert habt, auf das Pluszeichen. Und dann wird euch app-spezifisch alles genau erklärt. Das ist alles komplett in Deutsch. So, die Kamera hat einen QR-Code auf der Unterseite, den scannen wir jetzt einmal. Das war es auch schon. Und jetzt wird die Kamera, wie ihr lesen könnt, auch schon verbunden. So, wenn die Kamera jetzt verbunden ist, dann haben wir auch schon das Bild in der App. Hier seht ihr meine Kameras. Wenn wir die einmal auf die große klicken, dann wird es auch größer. Wir können natürlich auch Vollscreen machen. Das heißt, wenn ich hier diese Pfeile drücke, dann macht er das einmal groß für uns. Dann kommt schon. Und jetzt seht ihr mich. Hi. Alles klar. Leichte Latenz natürlich. Hier können wir jetzt nochmal zur anderen Kamera rüber switchen und der Außenansicht, damit ihr das auch mal gesehen habt. Das ist jetzt draußen die Nachtansicht. Ihr habt da auch bei dieser Kamera eine Infrarotbeleuchtung, die euch bis zu 10 Meter Entfernung das Bild anzeigt. Wir können das ja mal kurz testen. Okay, Google, schalt den Schreibtisch aus. Okay, Google, schalt das Studiolicht aus. So, die Kamera hat das jetzt erkannt und hat automatisch die Nachtsicht eingeschaltet. Wir können uns jetzt hier im Büro umgucken. Ja, da ist die Antenne, die spiegelt natürlich sehr stark, ohne dass wir Licht haben. Also ihr seht das im Umfeld hier gerade, nur noch das Telefon ist zu sehen. Wir sind hier im absolut stockfinsteren Raum und können trotzdem jedes Detail erkennen. Na, wir können auch wieder ranzoomen natürlich. Und das, wie gesagt, in absoluter Dunkelheit. Coole Augen, ne? Okay, Google, schalt das Studiolicht ein. Okay, Google, schalt den Schreibtisch ein. Da die Kamera ja schwenkt, weil es ist manchmal ein bisschen unübersichtlich, wo was ist. Und deswegen könnt ihr bestimmte Punkte festlegen und markieren. Das heißt, ihr speichert bestimmte Positionen der Kamera ab. Das machen wir jetzt einmal. Wir ändern einmal nochmal den Zoom. Und speichern das Ganze unter Laptop ab.
Das speichern wir einfach mal unter Time Up. Und jetzt können wir diese Markierung wieder aufrufen, indem wir hier unten im unteren Bereich einmal auf Laptop drücken. Jetzt fährt die Kamera darüber und zoomt auch automatisch rein, wie wir das vorher festgelegt haben. Und jetzt fährt es wieder zurück zur Uhr. Das kann natürlich sehr hilfreich sein, um verschiedene Punkte im Raum damit gezielt anzusteuern. Wie auch schon angesprochen, könnt ihr natürlich mit der Gegenstelle, also mit der Kamera auch sprechen. Das heißt, wenn ihr mit dem Raum ist oder Paketboten habt oder sowas, dann könnt ihr einmal aufdrücken. Bitte stellen Sie das Paket ab. Ihr habt das eben gehört, das war natürlich sehr leise. Kann man sicherlich noch anpassen. Und natürlich könnt ihr auch die Kamera hören. Okay, ich hoffe, meine Zusammenfassung der Reolink C2 Pro Kamera konnte euch weiterhelfen. Solltet ihr noch Interesse an anderen Kameras der Reolink Serie haben, habe ich die Videos mal hier oben verlinkt. Da habe ich schon andere Kameras, wie schon angesprochen, auch schon getestet. Ist ein ganz cooles System.